So, wir sind mitten im Spiel, Aue gegen Paderborn, das heißt, es ist schon zu Ende. Wir haben vergessen aufzunehmen. Jetzt konnten wir euch einen 0:3-Sieg, also einen 3:0-Auswärtssieg in Aue leider nicht zeigen. Das war unser Fehler. Tut mir leid, Leute, aber das war halt die Technik. Aber egal, wir haben 3:0 gewonnen in Aue. Ich sag mal, Kaplan hat zweimal getroffen. Wer war der dritte Torschütze, weißt du es noch? Es war, wie man hier auch sehen kann, Daniel Brückner. Also alles zwei, beiden natürlich Leute, die wir schon gehabt haben im Kader, obwohl wir viele neue geholt haben, treffen hier die Alten. Aber eine Vorlage kam vom guten Nam Tae-hee, einem Südkoreaner, den wir in der Winterpause verpflichtet haben. Schön, dann... Ja, dann schlage ich vor, machen wir weiter. Exzellente Leistung von unserem Torwart, Lukas Kruse. Nicht schlecht. Ja, wir haben hier auch, muss ich sagen, nicht, also in der Höhe muss ich sagen, auf jeden Fall nicht verdient gewonnen. Wir waren hier leicht überlegen, aber haben unsere Chancen eiskalt genutzt. Da muss ich sagen, unsere Sturmabteilung, ganz große Klasse, das haben sie toll gemacht, da kann man stolz sein. Und jetzt wollen wir neue Leute holen, Leute wie Geil Germany. Ich finde, Kaplan hat seinen Job ganz gut gemacht. Ja, Germany ist auch Rechtsverteidiger und kommt erst im Sommer. Es hat nichts mit dem anderen zu tun. Wenn der kommt, dann wird höchstens der Gute, wen haben wir da momentan? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Gute heißt, wie ich hier sehe, Gonter. Der wird einiges an Druck bekommen. Germany ist ein Hochkaräter. Ja, den sollte man sich ja nicht unterschätzen. Wir sollten auch mal die neuen Leute reinstellen. Haben wir die schon? Oh, Duckfuß ist frustriert. Warum wohl? Tja, keine Tore mehr geschossen. Das ist bei jedem Stürmer nichts Gutes. Auch Robert Mack könnte man wieder treffen oder könnte mal hier seinen Frust zum Ausdruck bringen. Das war nichts bisher. Aber hier den hier muss ich mal besonders hervorheben. Der hat stark gespielt beim Auftakt. Hat ja auch gleich die Note. Mal gucken. Ja, 2,5 bekommen. Und hat auch schon 2 Ligaspiele gemacht in der ersten französischen Liga. 1 im Liga-Cup und dann 1 in der Liga noch. Der hat schon Qualitäten, wie man sieht. Ja, der könnte uns sicher auf Dauer weiterhelfen. Aber wir haben auch noch andere tolle Leute gekauft, wie Clemens oder Gulde. Und die dürfen auch schon mal gleich reingesetzt werden. Während Rolf Christel Guignard rausgesetzt wird, der Arme. Doch er hat es nicht anders verdient. Ja, Guignard, das war ordentlich. Ecken kann er schießen, das muss ich wie immer hervorheben. Das kann er. Hat schon 3 Vorlagen nach Ecken gemacht, wenn ich da richtig im Gedächtnis habe, das Ganze. Aber mehr kann er nicht, das ist das Problem. Und für einen Zweitligaspieler ein bisschen wenig, nur Standards zu beherrschen. Und deswegen wird Guignard auch über mittelfristige Wege bei uns verkauft werden. In der Sommerpause werden wir ihn wohl an einen zweiten, Drittligisten verscherbeln. Das sollten wir tun. Dann, wen haben wir da noch? Manuel Gulde würde ich auch noch einstellen. Aber zuerst werden wir Masuch verkaufen. Torwart, Ersatztorwart. Können wir eigentlich nicht groß gebrauchen. Allerdings noch etwas teuer für Vereine wie Saarbrücken. Ja, die haben ja alle kein Geld auf einmal. Ich finde es immer seltsam bei solchen Sachen. Auf einmal haben alle Vereine Geld und dann auf einen Schlag haben sie alle wieder kein Geld. Also das kann irgendwie nicht sein. Aber Rostock, die sind ja gnädig mit uns, die Guten. Haben wir ein bisschen Geld übrig und werden uns knapp 50.000 überweisen für Masuch. Das können wir immer gut gebrauchen. Schön. Dann, wie gesagt, Gulde könnte reingestellt werden. Doch erstmal muss noch Mosquera abgegeben werden. Der Kolumbianer. Keiner will ihn haben. Ein äußerst unbeliebter Spieler. Und jetzt muss der Agent mithelfen. So, aber jetzt Gulde im dritten Anlauf. Wer geht raus? Krösche muss gehen. Und Gulde wird nun die Innenverteidigung verstärken. Mit neben Reitala, dem Hoffenheimer, ausgeliehen. Ebenfalls. Unsere ganze Mannschaft scheint ausgeliehen zu sein, beinahe. Wir haben kaum Spieler selber verpflichtet, aber solange wir den Klassenerhalt schaffen, nicht schlecht, dann können wir mit uns zufrieden sein. Und selbst wenn sie später am Saisonende gehen sollten, holen wir einfach wieder neue. Und ja, so kann man auch zum Erfolg kommen. Es wird einigen von euch möglicherweise nicht gefallen, aber das ist hier so unsere Taktik und mit der scheinen wir ja Erfolg zu haben. Ja, ich bin hier gerade aus Versehen auf Nein gekommen bei einem Angebot von LG für 67.000 für eine Bande. Das war leider ein Riesenflop, aber wir speichern das Ganze natürlich, um hier authentisch zu bleiben. Wir haben da zwar versagt, aber was soll man machen? Mal hier ein paar Bandenverträge aushandeln, das können wir gut gebrauchen. 16.000 sind echt wenig für uns. Gucken wir mal, dass wir hier genug Geld reinkriegen. Barclays, das ist ja auch der Sponsor der englischen Liga.
Vielleicht können wir dadurch ein paar Transfers abwickeln, wenn die Vereine unter Druck setzen würden. Das wäre ja auch was. Ja, und die englischen Vereine, wir haben keinen einzigen aus England verpflichten können, wenn ich mich recht erinnere. Die waren alle sehr arrogant und haben sich nicht mit uns in Verbindung setzen wollen. Obwohl wir wirklich vielen von ihnen eine gute Chance gegeben hätten. Doch wer nicht will, der kommt auch nicht. Und deshalb, man kann sie nicht zu ihrem Glück zwängen. Ja, die Engländer, die sind ja immer so ein bisschen eigen. Die haben keine Lust, von ihrer Insel zu gehen und für vielleicht 30.000 Gehalt erst recht nicht. Ist ja auch klar. Die Jugendspieler bleiben da alle und deswegen kann man nichts machen.